Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Deathloop, dem neuen Spiel von Bethesda, welches ein bisschen an... Ja, man könnte schon fast Dishonored sagen, aber irgendwie auch nicht so unbedingt, weil es soll irgendwie ein Loop sein. Also es ist quasi so ein bisschen wie ein täglich grüßtes Murmeltier oder Edge of Tomorrow aufgebaut. Immer wenn wir sterben, beginnt der Tag von neu. Aber gleichzeitig soll es halt irgendwie ein cooler Ego-Shooter sein. Also ich habe keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich weiß. Und ich würde sagen, wir gucken es uns einfach an und dann wissen wir es gleich. Bericht den Loop und schütze den Loop. Ja, das eine können wir nicht machen, da müssen wir erstmal den Loop brechen. Das machen wir. Spiele als Colt und erlebe alles, was der Loop zu bieten hat. Ganz kurz noch vorneweg, diese Folge hier sollte eigentlich gestern online gehen. Leider gab es dort aber ein paar Probleme mit dem Installieren, weil ich erstmal den Patch hier von Nvidia updaten musste. Das Spiel hat selber 4 Stunden zum Downloaden gebraucht. Danke dafür. Und ich hatte eine schöne Mathematikklausur im Studium und ich hatte dann noch dieses, jenes, welches, hier eine Vorlesung, da, bla, ne, man kennt's. Tschüss, Zeit. Und deswegen habe ich das jetzt Ganze gestern Abend aufgenommen, also, ne, Montagabend, 8:30. Werde jetzt so 2, 3 Folgen hintereinander aufnehmen und das Ganze wird jetzt erstmal heute, morgen, am Samstag, glaube ich, oder Freitag und Sonntag. Genau, also heute, morgen, irgendwie so, 4-mal die Woche auf jeden Fall jetzt. Und ab nächste Woche immer montags. Ja, also nur einmal pro Woche ist wenig, aber es kommt einmal die Woche. Ja, bricht den Loop. Starten wir mal. Ansonsten guckt auf Twitter, da habe ich das Bild, da sehe ich das dann besser. Ja, Deathloop. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mir das jetzt seit Januar aufgeschrieben, dass ich es haben möchte. Ich will spielen, aber das hat sich schon ein bisschen verzögert und naja, jetzt haben wir schon September und man kennt's, ne? Ja. Ey, wir werden schon getötet. Cool. Zum letzten Mal! Warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Lady, ich hab keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Okay. Das ist safe ab 18, das Spiel. Wissen wir jetzt schon mal. Danke dafür. Ja, du müsst halt angemeldet sein, um es zu gucken. Ist auch nicht so schlimm. Oh, was war das? Oh, ein Strand. Das war echt ein verrückter Albtraum. Ich sollte nicht so viel saufen. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Holy moly, sieht das Spiel gut aus. Also, was ich gerade hier vom Wasser gesehen habe, grafisch echt hoch. Nice. Der längste Tag, bla 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 bla. Drücke Shift, während du dich bewegst, um nach vorne zu sprinten und drücke bla bla bla, während du dich seitwärts bewegst, um auszuweichen. Cool. Was ich ganz kurz machen möchte, ist, ich glaube, ich muss für euch den Text ein bisschen größer stellen. Oder, was ich auch überlegt hatte, ist das Ganze in 4K aufzunehmen. Da müsste ich aber kurz einmal die Aufnahme neu anmachen, weil das hier halt ein besonderes Ding ist. 4K bei jedem Video ist ein bisschen too much zum Rendern, aber hier kann man sich's mal gönnen, würde ich sagen. Der Anfang gefällt mir schon mal sehr sympathisch. Man kann sich unterhalten. Bis gleich. Da bin ich auch wieder. Das Ganze läuft jetzt in 4K. Ich weiß, davor war es nicht in 4K. Soll uns aber egal sein. Dafür haben wir es ab jetzt den Genuss. Und ich bin gespannt, wie das Ganze mit dem Rendern wird und so weiter. Ich hoffe, es wird gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen den offensichtlichen Weg direkt nach oben hier, ne? Brich den. Ja, kurz noch ein bisschen, kein Problem. Den Loop brechen? Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh, Mann. Oh, geil. Wer bist du? Wer bin ich? Mein Name? Scheiße. Fuck. Wie heiß ich, verdammt. Boah, ich bin gerade überlegen, die Stimme. Woher kenne ich diese Stimme? Das macht mich gerade ein bisschen irre. Okay. Ja, hier ist nichts Brauchbares. Der piept. Aber ist nur ein Wecker, ne? Nicht, dass er jetzt irgendwie gleich... Ich dachte, ganz kurz macht Bumm oder so.
Das wär's auch gewesen, ey. Ja, hey Baby, hast du mich vermisst? Ja, geht so, ne? Aber benutzen auf F ist aber auch echt eklig, ne? Oh, großartig, natürlich. Ich bin's, ich bin da. Ja. Okay, kommt mir bekannt vor. Wohne ich etwa hier? Sei dein bestes Ich, ja, ja. Hübsch. Merkwürdig. Siegel. Siegel sind von der Kraft der temporalen Anomalie auf Black Reef erfüllte Gegenstände. Manche verstärken deine Fertigkeiten und Attribute, mit anderen wiederum kannst du deine Waffen verbessern. Siegel von höherer Qualität besitzen stärkere Effekte. Du findest Siegel versteckt auf Black Reef oder bei Gegnern. Du kannst sie zwischen den Missionen ausrüsten. Und dann gucke ich mir noch ganz kurz das Video dazu an, was da jetzt gerade so ein bisschen beigeschickt wird da. Ja, okay, man sieht jetzt gerade nur die Waffe. Jetzt wiederholt das ganz kurz, weil ich habe jetzt nur auf den Text geachtet. Ich möchte es auch mal ganz kurz sehen. Ja, das haben wir gerade eben schon gesehen. Sehr schön, die Szene jetzt auch überspringen können. So sieht das Menü dann also aus. Ja, okay, ist halt einfach, ja, okay, schön. Gut, hätten wir uns nicht angucken müssen. Hier haben wir verschiedenste, ich sag mal, Akten. Personen, Gebiete, sowas vielleicht in der Art. Keine Ahnung. Kann das vielleicht sein, dass hier jeder so sein eigenes Gebiet hat? Das würde ich jetzt so einschätzen. Wir gehen einfach mal hier an. Hier fangen wir an. Igor Serling, selbsternannter Wissenschaftler, eifriger Entdecker, Schwächling. Äthertafel macht ihn noch unsichtbarer als sowieso schon. Wie kannst du unsichtbarer als sowieso schon sein? Also wie geht das? Unsichtbar ist unsichtbar. Ganz schön unheimlich. Okay. Igor Serling haben wir jetzt auch eingetragen in unseren Dokumenten. Da gibt es auch noch Kassettenabschriften, Minicom-Protokolle und Eon-Profile. Interessant. Plappermaul Frank Spicer. Verdammt genialer Musiker. Hitziges Temperament und eine fiese Rechte. Keine Tafel, keine Fähigkeiten, aber ein echtes Adlerauge am Abzug. Okay. Alexis Dorsey. Reiches Arschloch. Sein Anwesen auf dem Hügel ist eine Festung. Schmeißt irre Partys. Nennt seine Tafel Kanesi. Angeblich lässt sie ihn mit seinem Fleisch spielen. Ach so. Also Tafel scheint echt so ein Ding zu sein, okay. Juliana Blake. Bücherwurm. Ziemlich trinkfest. Eisernes Rückgrat. 1000 Gesichter dank der Maskeradetafel. Dr. Venji Evans. Brillante Wissenschaftlerin, macht nie eine Pause. Überheblich. Hab sie mit nie mit einer Tafel gesehen. Fiat Borowska, Daddys kleine Transportmagnatin, hält den Pinsel fest in der Hand. Hat, was alle brauchen. Hat die Verwüstung-Tafel, die reinhaut wie eine Dampfwalze. Okay. Charlie Montag, oder Montague, keine Ahnung. Montag. Ziemliches Genie. Ziemlicher Idiot. Absoluter Nerd. Wegen der Teleporttafel ist er schwer zu erwischen. Harriet Morse. Selbsthilfeautorin und spirituelle Mentorin. Seit dem Absturz stimmt mit ihr was nicht. Plant im Hangar irgendwas. Und verknüpft Leute mit der Nexus-Tafel. Das war's. Das sind alle Leute. Also sehr nice. Das sind 8 Leute, die werde ich mir eh niemals merken können, deswegen danke schön, dass es hinterlegt wird, weil, no way, dass ich mir den Namen merke, Alter, ich kann mir nicht mal die Namen merken, wenn ich Leute neu kennenlerne draußen irgendwie so, naja. Hacker Magik. Sieht aus wie ein Telefon. Ein bisschen. Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das ist von mir, glaube ich. Hacker Magic. Oder Magik, wie auch immer das Ding heißen soll, keine Ahnung. Hacke dich mit dem Hacker Magic in elektronische Geräte, um sie für dich zu öffnen. Visiere ein Gerät an und halte die mittlere Maustaste gedrückt, um es zu hacken. Die Lichter auf dem Hacker Magic zeigen deinen Fortschritt an. Manche gehackten Geräte können per Hacker Magic aus der Ferne aktiviert werden. Visiere dazu das gehackte Gerät an und drücke die mittlere Maustaste. Du kannst Sensoren, Geschütze, Rollläden und alles mit einer Hacking-Antenne hacken.
Selbst sowas wie Rollläden. Nice. Ja, scheint simpel zu sein. Und da es hier nicht weitergeht, drin. Alles klar. Ja, du kennst den Code. Ja, stimmt. Verdammt. Ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Was zum... Du kennst den Code schon. Den hier, genau hier. Du kennst den Code. Ja, also man gibt sich selber Notizen. Das finde ich ganz cool. Also das, ich meine, ist, denke ich mal, offensichtlich, dass diese Nachrichten für uns sind. Cold? Hey, heiße ich Cold? Das muss er sein, oder? Fühlt sich irgendwie fremd an. Warte, wo hast du jetzt den Code her? Den Code finden. Ich kenne keinen Code, aber den brauche ich, wenn ich durch diese Tür will. Es muss doch noch einen anderen Weg hier rausgeben. Wenn es ein Gegenteil vom Paradies gibt, dann liegt es hier. Der Boden ist scharf, die Luft ist tot und selbst der Sonnenaufgang scheint hier nicht willkommen zu sein. Warte, jetzt habe ich irgendwas nicht gerafft. Habe ich jetzt irgendwie einen Code gesehen oder so? Steht der hier irgendwo? Bin ich gerade blind? Ja, wahrscheinlich. Also hier gibt es auf jeden Fall erstmal Munition. 30. Oh, nehme ich. V, um in die... Warte, um Leuten den Hintern zu treten? Oder wo auch, wohin auch immer. Ach so. Cool. Alter, diese Animation, wenn wir laufen und dann kicken, sieht ein bisschen komisch aus, weil ich habe so ein drittes Bein, weißt du? Eigentlich vier, wenn man es genau nimmt, aber darüber reden wir nicht, ne? Ja, okay, den Code kennen wir schon, sagt er. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, weil ich echt... Keine Ahnung. Auf jeden Fall Cold. Das ist unser Name. Du, jetzt mal no joke, ich habe den echt nicht gesehen. Diesen Code suchen. Jetzt zappert's mir schon da drin, oder was? Willst du mich jetzt verarschen? Okay, Code. Oh. Suchen wir mal diesen Code. Alter, Control, um die Hocke zu gehen, okay. Alles bis jetzt noch relativ standardmäßig. Cold. Wie geht's dir? Seichtes Wasser schadet, tiefes Wasser tötet. Am besten gehst du gar nicht erst schwimmen. Ah, lol. Also krieg ich davon Schaden. Hat jetzt nicht so weh getan, bin ich ehrlich, du. Kalt! Okay, ist ein bisschen kalt. Scheiße. Das ist sie. Hat vor, den Loop zu brechen und damit sein Versprechen an das Aeon-Projekt. Also, folgt dem Protokoll. Schützt die Visionäre. Tötet Cold. Einen erfüllenden Tag. Ja, das klingt gar nicht gut. Okay, hier sind so ein paar Leuchtstäbe. Nice. Ja, okay, dass die uns alle töten wollen, da bin ich davon ausgegangen. Ne? Das ist ja, ich sag mal, normal. Nicht. Haben wir schon Waffen? Nee, ne? Aber ich wollte gerade schon sagen. Liegt die hier vielleicht? In der Nähe von Kanten, um zu klettern. Ja, das dachte ich mir schon. Aber ich werde gucken, ob ich hier nicht irgendwas übersehe, weil nachher rennen wir irgendwie voll an das krasse Ding vorbei. Hui! Kurz rutschen. Hier hoch. Jag mich ruhig hoch mit Dynamit. Am Tag und in der Nacht sing ich das Lied. Ich komme sie. Gegner ausschalten. Drücke bei entsprechender Aufforderung F, um einen nichtsahnenden Gegner Flux auszuschalten. Alter, ich hab schon ewig nicht mehr Flux gelesen, lol. Du kannst dies mit einer Schusswaffe oder den bloßen Händen tun. Oder drücke die 1, um deine Machete zu ziehen. In der Hocke bewegst du dich leiser, als drücke Control, um dich Gegnern vorsichtig zu nähern. Okay, also man kann dann halt mit F einen Takedown ausführen, mit einer Waffe den erschießen, oder die 1 drücken, um die Machete rauszuholen, um ihn ein bisschen aufzuschlitzeln. Schickes Ding. Ja, nicht rumfuchteln. Komm, hör auf rumzufuchteln. Jemand braucht gleich einen Wow, einfach verschwunden? Das war zu einfach. Ist nicht mein erstes Mal, oder? Okay, ich sag mal so, ne? Also, wir gehen hier hin und stützen ihn einfach auf. Ja. Ja. Ganz kurz, eine Sache muss ich eben machen. Ich meine, ich kann's lesen. Aber ich glaube, ich will ganz kurz echt die Schrift ein bisschen... Sagen wir mal so auf 60 anpassen. Ich weiß nicht, wie der normale Text ist, ob ihr den
ob ich den damit auch anpasse, weil es sind ja keine Untertitel. Achso, ist die Tram mit Sprenz. Sorry, ich bin dumm. Dann machen wir es auf groß. Ja, übernehmen wir. Ja, ich glaube, dieser Text da unten ist immer so klein, aber ist egal. Brauche ich nicht. Ja, ja, ja. Dass man es ja auch nicht übersieht, weißt du? Ah, sieht schon gut aus bis jetzt. Und läuft erstaunlicherweise übelst flüssig. Weil ich habe echt ein bisschen Schiss gehabt, weil das Spiel eine sehr hohe Anforderung haben soll. Fuck. Morgen sind sie wieder da. Mhm. Und naja, es scheint echt gut zu klappen. Sogar auf sehr hoch, 4K, alles. Also maximalste Einstellung. Wunderbar. Okay, gehen wir erstmal ganz kurz hier hoch. Hier ist gar nichts. Das hat sich gelohnt. Ja, moin. Das ist eine große Villa. Magazin ist voll. Fokus. Drücke T, um Gegner mit einem Symbol zu markieren, das die Art der von ihnen verwendeten Waffe anzeigt. Behalte markierte Gegner im Auge, um ihre Patrouillenrouten in Erfahrung zu bringen. Okay, also kann ich halt mit T eine Markierung auf ihn setzen. Schön. Halte T gedrückt, um auf Gegner zu fokussieren und mehr über sie herauszufinden. Zum Beispiel die Vorgehensweise im Kampf, ihre Aufmerksamkeit und Hinweise zu eventuell mitgeführter Beute. Eternalisten mit besonders mächtiger Ausrüstung verströmen sichtbar Kraft. Nutze Fokus, um mehr über sie zu erfahren. Okay, also wenn ich halt auf einen T drücke, markiert, wenn ich T gedrückt halte, dann kriege ich halt nochmal ein bisschen Informationen. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen überlegen. Habe ich echt einen Code übersehen und es gab da wirklich hinter der Tür etwas für mich? Oder nicht? Na, ist zu weit weg. Okay, und T? Warte darauf, dass was passiert. Einfache Ausstattung. Okay, das ist cool gemacht. Ja, ist eigentlich ganz cool gemacht. Alles klar. Wir könnten natürlich hier straight runtergehen. Oh, guck mal an. Schön, schön, schön. Der hat das Zeug. Oh, wir folgen dem sogar mit der Kamera. Nice. Ja, ich würde sagen, wir hacken das Ding mal. Ist zu weit weg. Schade. Okay, die gucken gerade weg. Das ist gut. Ciao. Dachte ich mir schon. Alarme und Speer. Die Eternalisten-Speer, das sind die, deren Köpfe mit einem leuchtend goldenen Streifen bemalt sind, können mit ihren Funkgeräten Alarm schlagen. Dann eilt gegnerische Verstärkung zu deiner Position. Gehe ihnen aus dem Weg oder kämpfe, die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst auch das Funkgerät eines Speers hacken, damit sie nicht so schnell Hilfe anfordern können. Okay. Aber ich weiß nicht warum, aber... Kommt ja eh wieder! Komm! Hab ich den gerade einfach mal eben kurz geköpft? Hallo? Hi. Hallo? Falls du es vergessen hast. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Du bist zurück. Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas verschwommen. Was weißt du noch? Ich weiß nichts. Von mir! Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese... Loop-Sache. Ja, denke schon. Also, wenn du nicht versuchst, ihn zu brechen, bringe ich dich einfach um. Immer und immer wieder, immer und immer brutaler, bis du es tust. Okay, ich brech den Scheiß-Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. Ja, ist halt echt so, ne? Tut mir leid, Mann. Das hast du noch nie gesagt.
Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Cool, nehmen wir die mit. Waffen. Halte linke Maustaste gedrückt, um zu schießen. Halte rechts gedrückt, um das Visier zu verwenden. Drücke zum Nachladen R. Altmodische Schusswaffen haben gelegentliche Ladehemmung. Echt jetzt? Es gibt Ladehemmung? Krass. Drücke in diesem Fall R, um diese zu beheben und weiterkämpfen zu können. Okay. Wie viel Schuss haben wir? 8. Das ist angenehm. Das sieht aus wie so eine Luger. Gefällt mir. Ist eine coole Waffe. Hier ist eine Karre. Die sieht ein bisschen witzig aus. Naja, ich finde es irgendwie doch von der Kamera her gefühlt, ist das alles irgendwie so nah dran. Brauche ich nicht. Okay. Na, guck mal, keine Flasche werfen. Wird das hier mal was oder nicht? Bibliothek. Na los, beweg deinen Arsch. Okay, die Munition ist tatsächlich so gemacht, dass die maximal immer 50 ist und die Munition da drin, ich probier's mal aus. Wird die jetzt dann einfach eins runtergezählt? Ah, ne, guck mal, pass auf, das, was ich wissen wollte. Er lädt das Magazin aus, lädt ein neues rein und die Munition im Magazin zählt extra zu der, die wir besitzen. Das ist fantastisch, das wollte ich wissen. Weil es kann ja auch sein, dass es 8 Munition in einer Waffe sind, aber mit dieser zusammen haben wir insgesamt 50. Das macht 8 Kugeln aus, ja? Ich meine nur. Was haben wir hier? Ein Fistpop. Ist es für Leben oder wofür? Ich denke mal. Das sieht nach Leben aus. Ich lasse die mal liegen, weil vielleicht brauchen wir die gleich noch. Gehen wir mal rein. Oh, was liegt da? Soll es ein Eis mit Marshmallows sein? Ich glaube schon. Guten Tag. Ist geschlossen. Sehr schade. Was seid ihr für Dinger? Ach, Scheinwerfer. Macht Sinn. Was haben wir hier? So ein Waschraum. Okay. Erstmal kurz umgucken, ne? Aber ich denke mal, hier habe ich jetzt alles gesehen. Schön. Ja, der Haupteingang geht natürlich nicht. Oder ich bin irgendwie zu dumm und hätte den hacken können. Ja, hätte ich hacken können. Okay, alles klar. Bin dumm. Gut zu wissen. Kein Gegner? Gesundheitsstation. Benutze die Gesundheitsstation, um dich zu heilen. Halte F gedrückt, bis deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt ist. Brauche ich nicht. Ich bin full. Okay, liegt überall Essen. Follow your fun. Trust the visionaries. Mhm, tolle Bilder. Wirklich fantastisch. Hier haben wir Heilung und ganz viele Fistpops. Sehr modern und interessant eingerichtet. Boah, sowas hier finde ich für... Also das hier finde ich für ein Wohnzimmer ja tatsächlich geil. Wenn hier so ein richtig dicker 4K 90 Zoll Fernseher hängen würde, wäre es halt richtig sick. Statt ein Kamin halt, ne? Wenn du jetzt hier so runtergehen kannst, innerhalb des Wohnzimmers und dich dann da auf die Couch setzen kannst, finde ich halt irgendwie cool. Wenn es halt so ebenentechnisch gebaut ist, weil dann sieht es halt nicht so vollgestellt aus, der Raum, ist aber trotzdem gefüllt. Weiß ich nicht, du. Die Limp 10. Benutze 2, 3 und 4, um Schusswaffen auszurüsten. Mit Mausrad kannst du schnell zwischen den Hauptwaffen hin und her wechseln und halte die Maustaste 5 gedrückt, um das Ausrüstungsrad der Haupthand zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe aus und lass dann Maustaste 5 los, um sie auszurüsten. Was ist Maustaste 5 auf dieser Maus? Leute, das ist ein Kick. Okay. Ja, wenn es die anderen Maustasten sind, dann ist es ganz schön dumm. Dann wird das mit der Maus nicht funktionieren. Weil... Hä? Was soll denn da die Maustaste 5 sein? Ich habe jetzt alle gedrückt. Ach lol! Die ist das! Oh mein Gott! Ja, ich meine, okay, sorry, das konnte ich jetzt nicht sehen, aber... Holy shit, das werde ich auch eh niemals so nutzen. Das ist ja übelst eklig. Egal, ich habe jetzt eine schöne Waffe. Vollautomatisch, ey. Was haben wir hier? Ein Badezimmer. Schön. Sehr modernes Haus. Interessante Musik. Geht das? Nö. Okay, sehr entspannt alles hier. Eine Mischung aus sehr viel altem Zeug und sehr viel neuem Zeug. Okay, alles bis jetzt noch relativ irrelevant.
Da haben wir was. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken, was hier in die Ecke ist. Zeug. Sieht interessant aus auf jeden Fall alles. Oh, warte, da ist auch noch eine Tür. Hier ist keine Bibliothek, Colt. Okay. Bin in der Bibliothek. Was du auch tust. Nicht den Hebel ziehen. Hey, wo ist der Hebel? Was? Hallo? Fuck. Zieh. Oh, Scheiße! Moin. Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird? Oh, was ist das denn? Carnesie? Ach, jetzt kommst du mir wieder so? Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht, du undankbares Arschloch, aber... Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Ja. Warum tust du das? Ist halt echt was so, ne? Richtige Bitch. Ich kenne den Code nicht. Ah! Okay, hier steht aber auch nichts, ne? Er ist halt echt so. Was soll das denn? Sag es ihr nicht. Spring, spring. Spiel mit. Du wirst es überleben. Sag es ihr nicht. Okay. Okay. Ah! Willst du mich verarschen? Bist du? Hör zu! Ich? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon tot? Was zum... Ich warte. Zieh dich hoch! Mann, bist du schwer! Die Black Reef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Was? Ich lass jetzt los. Stopp, nein, warte! What the fuck? Nein! Sind wir jetzt gestorben? Ja, sind wir. Hab mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Ist echt so. Hab mich selbst losgelassen? What the okay. Fuck, Mann? Postkarte, Postkarte. Postkarte besorgen und vom Strand weg. Der längste Tag. Die Postkarte untersuchen. Ja. Na, da ist das Spielprinzip, denke ich mal, jetzt klar. Du bist gleich am Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Jetzt kommen wir vom Black Reef. Brich den Loop. Der Tag vergeht schnell. Sei schneller. Ich hab dich vermisst. Okay. War so viel Text hat er auch schon da? Nee, ne? Moin. Sei dein bestes Ich. Nimm mich. Okay. Sehe ich jetzt eigentlich irgendwelche neue... Ah, nee, da steht sogar gelesen bei. Nice. Okay, Postkarte. Was für eine Postkarte war gemeint? Lag die da irgendwo? Ah, lol. Okay, alles klar. Die wird mir sogar angezeigt. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Auf die Postkarte. Ach, die Leute, die haben wir sogar weggeworfen. Habe ich schon wieder vergessen. Da ist doch einer die Wand an. Abdam. Okay. Von Colt. Adresse: 1. Stock, Dorsey Square, Abdam. 1214. Alles klar. Brechen wir ein paar Loops. Colt, niemals. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen. Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. Wo willst du anfangen? In Abdam. Natürlich. Ja. Brich ihn endlich. Ich brauch dir gleich. Der ist halt echt so. Der ist mir jetzt schon sympathisch. Läuft sogar schon vorgegeben. Man kann automatisch tippen. Das ist ja cool. Ey, praktisch. Guten Morgen, Black Reef. Hier ist Juliana Blake mit einer wichtigen Durchsage. Ich habe gerade erfahren, dass Colt uns verraten hat. Bis er tot ist, werden alle Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Also, bringt ihn schnell um, okay? Und nicht vergessen, habt einen erfüllenden Tag. Oh, Scheiße, ich brauche mehr Munition. Das perfekte Handwerkszeug. Grobes Waffensiegel. Stay, was? Strelak, Sprengwandler. Granaten. Eine Splittergranate schmeckt. Ja, wenn ich nicht damit fischen gehe, bin ich wohl doch kein Angler. Der Strelak Sprengwandler ist eine vielseitig einsetzbare ist ein vielseitig einsetzbares Sprenggerät mit drei Konfigurationen. Granate, Annäherungsladung
und Stolperdrahtmine. Drücke G, um eine Sprengwandladung auszurüsten und zwischen den Modi umzuschalten. Oder halte G gedrückt, um einen dieser Modi auszuwählen. Okay. Granaten. Drücke mittlere Maustaste, um eine Granate zu werfen, oder halte mittlere Maustaste gedrückt, um sie abzukochen. Und lass wieder los, um sie zu werfen. Wo ist meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht. Die ist irgendwie weg. Okay. Irgendwo. Keine Ahnung. Annäherungsladung. Drücke mittlere Maustaste, um eine Ladung zu werfen, oder ziele auf eine Oberfläche und drücke mittlere Maustaste, um sie zu platzieren. Stolperdrahtmine. Drücke mittlere Maustaste, um eine Mine als versteckte Falle anzubringen. Cool. Dass man so drei Stück hat, finde ich geil. So, Machete. Ja, danke. Was bist du? Eine Tafel. Warum steckt das in der... Wow. Was zum... Wow. Okay. Soll das passieren? Oh, kalt. Und seltsam. Reprise. Dieses geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir die Reprise-Fähigkeit, die dich nach deinem Tod ins Leben zurückholt. Allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne die im vorherigen Loop gesammelte Ausrüstung auf. Nach einer Rückkehr per Reprise bist du einige Sekunden lang nahezu unsichtbar. Nutze die Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reprisen oder Reprisen, oder Reprise, ich nenne es einfach mal Reprise, wird beim Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay, das klingt erstmal kompliziert, wird okay. Wahrscheinlich aber einfach nur... Dann los. ...eine Selbstüberlebung sein. Morgengrauen, du hast eine Knarre, ein paar Granaten und eine Adresse in Abdam. Jetzt hol dir deine Antworten. Okay. Oh, ist auf jeden Fall bis jetzt viel zu lesen. Du hast überlebt. Du hast eine Knarre, bla 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 bla, das gleiche Textzeug. Gefunden Hinweise, meine Wohnung in Abdam finden. Meine Post geht an eine Adresse in Abdam. Ich darf noch meine eigene Post aufmachen, auch wenn ich nicht weiß, wer ich bin, oder? Diesen Ort erkunden, ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Es fühlte sich so real an wie dieser arschkalte Strand. Aber wenn ich tot bin, was verdammt nochmal? Ich kenne den Code, der andere Code sagte, der Code stünde auf der Postkarte. Okay. Das sind also die Sachen, die man gefunden hat. Finde ich cool. 4 Ausrüstung gesammelt. 2 Siegel. Okay. Hier ein paar Tipps für den Einstieg bei Deathloop. Hinweise. Sammelt die Informationen, die du gefunden hast, und die Colt seinem Ziel näher bringen, den Loop zu brechen und von Black Reef zu entkommen. Schau dir die bereits entdeckten Hinweise an. Bewege den Cursor und drücke zum Auswählen, dann Enter. Warum sollte ich dann Enter drücken und nicht einfach draufdrücken? Lol. Dein aktueller Hinweis trägt den Namen Der längste Tag. Dieser und andere Hinweise in Deathloop geben dir Orientierungen und lassen dich deinen Fortschritt verfolgen. Meine Wohnung ab Darm verfolgen. Okay. Um Missionen zu Details, bla bla. Es ist gefährlicher draußen, du solltest also dafür sorgen, stets die besten Waffen und Gegenstände mitzuführen. Wähle damit bla bla bla, drücken wir auf die Ausrüstungsverdings da, Duft da. Nach Abschluss von Der längste Tag werden deine heruntergeladenen Gegenstände freigeschaltet. Die Plätze sind für Tafeln, seltsame Objekte, die einem mächtige und ungewöhnliche Fähigkeiten verleihen. Aktuell besitzt du Reprise. Oder Reprise, wie auch immer, ist doch egal. Colts persönliche Tafel, die ihm nach dem Sterben eine zweite und dritte Chance gibt. Töte Visionäre und schnapp dir ihre Tafeln. Hier rüstest du sie aus und verbesserst sie. Okay, also 3 Stück. Siegel sind kleine Objekte, die dir gewaltige Boni verleihen können. Einige bescheren deinen grundlegenden Fähigkeiten komplett neue Aspekte. Du hast bereits ein Siegel gefunden. Wähle mit dem Cursor einen Platz zum Ausrüsten aus. Ja, immer schön nach oben, ne? Wie auf Federn, Doppelsprung in der Luft, der Klassiker. Wähle dieses Siegel zum Ausrüsten. Dieses kleine Metallteil lässt dich Doppelsprünge ausführen. Es ist ausgerüstet, dann drücke nach dem Springen ein zweites Mal Leertaste, um mitten in der Luft ganz cool einen zweiten Sprung hinzulegen. Nehmen wir. Sobald du ein paar Waffen gesammelt hast, kannst du hier zwischen ihnen wählen. Gibt's 3 Stück, okay. Viele Siegel modifizieren deine Waffe. Wähle mit dem Cursor deine Limp 10 aus und drücke deine rechte Maustaste, um sie mit einem Siegel zu modifizieren. Waffen höherer Qualität können mehr Siegel nutzen, also halte die Augen danach offen. Wähle den Platz in deine Limp 10.
Wähle diese Siegel, bla bla, Stoßdämpfer reduziert leicht den Rückstoß. Cool. Ist quasi wie Aufsätze, so gesehen. Nice. Du bist bewaffnet und ausstaffiert, mein Gott. Das Wort habe ich auch noch quasi nie gehört. Und bereit, ein paar Loops zu brechen. Hoffentlich. Halte hier gedrückt, um dich nun nach Abdam aufzumachen. Okay. Ich bin voll gespannt, ne? Bis jetzt gefällt es mir gut, ist mir nur noch ein bisschen zu viel Gelese. Aber vielleicht ist das ja auch wichtig. Also, mal nicht beschweren. Ist ja quasi Tutorial, so gesehen. Also, alles in Ordnung. Ja, die Ladezeit gefällt mir noch nicht ganz so gut. Die ist noch ein Stückchen zu lang, finde ich. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square, erster Stock. Dorsey Square... Ich hab gesagt, du sollst was anderes machen, Kurt. Und du gehst nach Abdam? Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras, oder... Der Funkturm empfängt deine Position. Und tu mich immer so überrascht, als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Erster Stock. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfer anzeigen. Ein anderer Code. Ich bin fertig mit dir. Okay. Übrigens erkennt jeder deine blöde Jacke wieder. Ich mag die Jacke. Gib niemals auf, töte jeden, pass auf dich auf, okay. Spiele auf deine Weise. Es gibt viele verschiedene Arten, mit Gegnern und Hindernissen auf Black Reef fertig zu werden. Kämpfen, umgehen, schleichen oder listige Vorgehen. Warte versteckt auf das Ende eines Gesprächs, um deine Gegner zu isolieren und möglicherweise neue Informationen zu erhalten. Stelle Fallen und locke deine Gegner mit Geräuschen an. Du kannst natürlich auch wild drauf losballern. Solltest in dem Fall aber auf mögliche Verstärkung vorbereitet sein. Okay, alrighty. Okay, alrighty. Es gibt ein bisschen mehr Platz, als ich gedacht habe. Wir gehen einfach mal drauf los. Nutze Black Reef für dich. Ihr Müll, dein Köder. Was ist das? Flaschen sind tragbare Krachmacher. Drücke F, um eine aufzuheben, bla bla. Brauch ich nicht. Habt ihr es nicht gemerkt? Mal kurz einen Böller gegen den Schädel werfen, so macht man das. Hä, das juckt den aber auch gar nicht, ne? Hä, lol? Schleichen. Manchmal ist es einfacher, einen Kampf aus dem Weg zu gehen. Die Animation! Manchmal ist es einfacher, einen Kampf aus dem Weg zu gehen, als ihn zu führen. Drücke Control, um dich leise und unauffällig über die Black Reef zu bewegen. Drücke Q und E, um zu lehnen und um Ecken zu spähen. Oh, man kann sich lehnen, cool. Eternalisten bemerken dich erheblich seltener, wenn du dich über ihre Sichtlinie befindest. Also sieh dich nach Möglichkeiten um, eine erhöhte Position zu bekommen. Laute Geräusche wie Schüsse oder beim Rennen können die Aufmerksamkeit von entfernten Eternalisten erregen. Die Aufmerksamkeit eines Eternalisten wird durch ein Symbol über dessen Kopf angezeigt, das sich von unaufmerksam über misstrauisch bis alarmiert füllt. Eternalisten können andere in der Umgebung auf deine Gegenwart hinweisen und manche von ihnen rufen sogar Verstärkung. Eine lange Aufmerksamkeitsspanne gehört allerdings nicht zum Anforderungsprofil von Eon. Wenn du einen Gegner alarmierst, dann versuche zu fliehen und dich zu verstecken. Bleibst du eine Weile unbemerkt, verlieren die Eternalisten ihr Interesse und wenden dich, sich etwas anderes. Da ist er! Nein! Okay. Das war jetzt mehr ein Abfuck als richtiges Treffen, aber cool. Die Wopat-Fräse. Magazin ist voll. Okay. Jede Menge los da oben. Könnte schnell in die Hose gehen. Ihr Glückskinder habt den schönsten Ort der Insel gleich um die Ecke. Die Bibliothek. Macht euch bereit zum Ballern. Okay. Ist kein sicherer Ort. Ach, ist mir nicht aufgefallen. Also sich hier rumsneaken, verstehe ich.
Kann mich deiner sehen? Nee, ne? Oh, warte mal. Danke. Okay, die raffen halt auch echt gar nichts. Also Klassiker halt. Okay. Da ist eine Kamera. Da steht irgendwie Zeug rum. Keine Halluzinationen. Jetzt ist die Frage, ist das hier der Kreis oder soll es mir anzeigen, dass er in diese Richtung guckt? Ich versuch's jetzt. Okay, ist das wirklich der Kreis? Alles klar. Das sieht aus wie eine Herdplatte, nur sehr groß. Hä, hey, lol, ich kann nicht hacken. Ach so, macht Sinn. Darf ich das nicht hacken? Ist doch ein Gerät oder nicht? Ah, dann halt nicht. Also sieht mir eher aus wie eine Falle als wie ein Gerät. Das letzte. Okay, das letzte irgendwas. Geh da hoch. Hallo. Komm. Hoppala. Entschuldigung. Ui. Ah. Excuse moi. Ein Rapier. Nice. Was haben wir hier? Okay, dagegen treten bringt gar nichts. Ich dachte, wir können es nicht kaputt machen. Okay, irgendwas da drin. Was haben wir denn hier? Okay. Also quasi so eine kleine Musikbox. So, gehen wir weiter. Ich hätte trotzdem gerne die Shotgun. Mit der Pumpgun macht das Leben viel mehr Spaß. Also wohnen, bin ich so verklemmt? Hä, ich dachte, die dicke Villa ist meins. Minicom, neue Nachrichten. Wow, hübsch. Handgeschriebene Notiz: Gib niemals auf. Laila oder Lila. Gib niemals auf. Niemals. Benutzersitzung Cold Van suspendiert. Vorläufiger Gruppenkanal morgen. Neue Nachrichten. Private Nachrichten Colt, Juliana. What the fuck? Okay. Oberarchivaren. Oberschenkelmuskel. Guten Morgen, Leute. Colt hat beschlossen, den Loop zu brechen. Warum sollte er sowas Irrsinniges machen? Eine unbeabsichtigte Auswirkung der Anomalie auf seine kognitiven Fähigkeiten? Das Warum ist egal. Er ist eine Gefahr für uns alle. Also geht intelligent vor. Oder versucht es wenigstens. In Klammern Alexis. Fick dich, Juliana. Wer hat dich eigentlich zur Sicherheitschefin gemacht? Haha, heul doch, Alexis. Wo ist die andere Hälfte von deinem Gehirn, du Arschkrampe? Ich hab schon Pläne dafür. Oder halt alles geschrien. Aber das kann ich jetzt nicht machen. Wir haben sehr spät abends. Ruhe jetzt! Die Erwachsenen unterhalten sich. Schützt euch einfach. Was auch immer passiert, wir müssen überleben. Sollten wir nicht aktiv auf Jagd gehen? Ihn fangen? Ihn studieren? Jetzt hör doch auf, das ist verfickt nochmal Colt. Das LEP bleibt unsere Rettung. Colt sieht diese Worte, die vor erleuchtetem Schwarz strahlen. Nicht mehr lange. Benutzer Colt, einfach Colt, wurde dem vorübergehenden Gruppenkanal entfernt. Toll, einfach so aus der WhatsApp-Gruppe geworfen. Mit denen stimmt was nicht. Cold, einfach cold. Noch wach? Hör mir gerade was an. Bin nervös wegen Mitternacht. Das wird schon. Ich hab das schon mal gemacht. Schon vergessen? Unser knallharter Captain. Bin gerade aus dem Komplex zurück. Aha. Legst du den ganzen Weg dahin durch einen Tunnel zurück? Du weißt aber schon, dass es sowas wie Autos gibt, oder? Hab mir das Kontrollzentrum angesehen. Ziemlich cool, oder? Du hast mit begrenzten Mitteln gute Arbeit geleistet. Ich bin beeindruckt. Alter, das ist auch beides fast gleich lang, ne? Schwierig. Ist das ein Kompliment?
Ein echtes, aufrichtiges Kompliment? Von dir? Ich mache Leuten ständig Komplimente. Praktisch jeden Tag. Schon erstaunlich, dass der ganze Loop trotz all dieser Infrastruktur von diesem einen Kontrollraum aus betrieben wurde. Zu viel Macht in zu wenigen Händen. Eigentlich nur in den Händen einer einzigen Person. Wie meinst du das? Egal. Eon macht das schon richtig. Wir alle werden finden, wonach wir suchen. Gute Nacht, Juliana. Gute Nacht, Colt. Ich mache ständig Komplimente. Der Loop wird von einem Kontrollraum ausgesteuert? Das ist zu einfach. Viel zu einfach. Du hast einen tollen Preis gewonnen. Ich hab's doch gewusst, Penner. Niemand außer dir würde dein Minicom anrühren. Sag Hallo zum Killerkommando. Okay. Und triff heiße Singles in jedem Loop. Ich hab's doch gewusst, Penner. Ist einfach das Gleiche. Drecksding. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe übrigens aus Versehen geschossen. Das war nicht mehr beabsichtigt. Batterien versorgen Geräte. Drücke F, um sie aufzuheben. Drücke F, um sie fallen zu lassen. Blablabla, um sie zu werfen, war viel zu kurz. Ist doch egal. Du bist ein Abdam fertig. Fürs Erste, der nächste Halt, der Komplex. Du kannst Abdam weiter erkunden oder dich zum Ausgang begeben. Da du später noch reichlich Gelegenheiten haben wirst, nach Abdam zurückzukehren, musst du nicht unbedingt jetzt schon jeden Winkel erkunden. Wenn du stirbst, bevor du diesen Distrikt verlässt, startet der Loop neu und Colt verliert alle nach dem Betreten von Abdam gesammelten Waffen und Siegel. Da der Colt hier allerdings erfahren hat, was er wissen musste, geht es direkt weiter zum nächsten Ziel, dem Komplex. Hey Bruder, das hast du sicher nicht erwartet, aber Frank kümmert sich um seine Freunde. Es wird total egal, dass du beim Militär warst. Das hier ist nicht der Kampf um Havriland. Ein alter Mann wie du kann nicht einfach am Strand übernachten. Mein Paps war da auch dabei, weißt du? Mann, der hat Geschichten. Er meinte, ihr hättet eure Schuhe essen müssen. Aber egal, jedenfalls genießt die Aussicht, Captain. 110%iges Platin-Level und alles gehört dir. Und du verdienst weit mehr als das. Du bist übrigens hier unten im Fristland-Rock jederzeit willkommen, Colt. Dein Frank. Wenn es bei Dorsey zu laut wird, ich muss mal ganz kurz hier. Wer verdammt ist Frank? Sagen wir es mal, wie es ist, ne? Ist gerade schwierig. Okay, aber hier kommt keiner rein, ne? Cool. Was bist du? Hab den Verräter im Blick! Ziel! Einfach mal alle wegballern. Hallo! Hi! Brauche Deckung! Scheiße! Ah, ballert gut rein, die Shotgun! Oh Gott, da war ganz kurz ein Leck drin. Oh, leckt doch ein bisschen. Schade. Das ist ein bisschen täuschend. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Die Sätze sind sehr wiederholend. Schade. Hallo? Das ist Test für Abwehrmaßnahmen. Scheiße! Ich bin dran. Oh Gott. Ich sehe dich. Okay, es liegt tatsächlich ein bisschen. Das ist sehr belastend. Schade. Könnte aber auch an der Aufnahme liegen, weil ich das in 4K aufnehme, wie gesagt. Guck mal, hier ist ein Tastenfeld. Sie lesen sich gerne selbst. Mhm. Oh mein Gott, die schießen von hinten oben. Oh. Ciao. Das ist kein Leiter. Ah, das ist eine Wand. Hallo Mädels. Ciao Mädels. Hat keiner mitbekommen. Easy. Ja, wenn es denn doch legen sollte in Kampfsituationen, ist es vielleicht doch die Überlegung, ob was denn runterstellen. Ne? Das wäre sehr schade, aber das willst du machen, ne? Hallo? Diese Tunnel durchziehen die gesamte Insel. Achso. Und sind damit mein Weg in den Komplex. Ja, nichts weg hier. Nee, ich muss noch was erledigen. Ja, tschüss, ne? Loop-Kontrolle.
Wenn es einen Ausschalter für diesen Albtraum gibt, wird es Zeit, ihn zu drücken. Cool. Deathloop. Du hast überlebt. Wenn es einen Ausschalter für diesen Albtraum... Ah ja, das hatten wir schon. Okay. Rapier und Wuppertfräse. Also Shotgun und halt wie so eine Sniper, eine kleine. So ein Repetiergewehr. Repetiergewehr, glaube ich, keine Ahnung. Die Distrikte auf Black Reef verändern sich im Laufe des Tages. Hier kannst du dir zu einer bestimmten Tageszeit entdeckten Gelegenheiten und Geheimnisse eines Distrikts ansehen. Außerdem kannst du mehr über verwundbare Visionäre erfahren, die sich häufig in dieser Gegend aufhalten. Wähle ein Ziel mit einem rautenförmigen Symbol aus, um es mit einer Markierung nachzuverfolgen. Okay. Okay, man kann es auch nur mit Escape schließen. Interessant. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne die Ausrüstung schon wechseln. Stelle hier deine Ausrüstungsvariante aus den gesammelten Waffentafeln, bla 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 bla. Ja, was ich hier auf jeden Fall machen werde, ist, ja, Shotgun, das, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, so wie es jetzt gerade ist, tatsächlich. Sehr gut sogar, eigentlich. Cool. Ansonsten gibt es hier noch Entdeckungen. Ja. Man muss echt Escape drücken, ist das jetzt ungünstig. Abdammt, Charlie betreibt das Minicom-Netzwerk. Schön. Und die könnte man den Komplex erkunden. Also es geht automatisch noch weiter mit dem nächsten Hinweis so. Eigentlich cool gemacht. Alles. Aber so traurig es auch klingt, aber hier muss ich jetzt leider für heute aufhören. Da es jetzt leider ein bisschen spät wird. Und ich muss sehr, sehr früh wieder aufstehen. Es ist echt traurig, aber ich würde sagen, für die erste Folge war doch ganz gut. Ich hätte vielleicht ein bisschen langsam gebraucht, aber es war auch viel zum Lesen, war viel, war reinkommen. Ja, es ist bis jetzt auf jeden Fall ganz interessant. Ich hoffe nur, ist ein bisschen schade, dass es beim Kämpfen gerade doch ein bisschen geleckt hat. Ich hoffe, es kommt nicht weiter vor. Weil sonst lief es echt flüssig und da war ich echt begeistert von. Würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen und rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.